Wie? Du möchtest nicht, dass WhatsApp deine Daten mit Facebook teilt. Du teilst doch sonst auch immer alles über Facebook. Aber jetzt möchtest du das nicht mehr. Allerdings hast du doch schon zugestimmt. Das kann man jetzt nicht mehr ändern. Hallo, ich bin Jens der Christ. Und man kann es doch noch ändern. Zumindest 30 Tage oder in einer Frist von 30 Tagen kann man das noch ändern. Aber wie macht man das? Das ist eigentlich ganz einfach. Man öffnet WhatsApp, geht dann oben rechts auf die drei Punkte und wählt dann Einstellungen aus. Und bei Einstellungen wählt man dann das oberste Account aus. Und da erscheint dann ein Fenster, wo man das einstellen kann oder beziehungsweise widerrufen kann. Dazu muss man einfach bei meine Account-Informationen teilen das Häkchen wegnehmen. Und dann wird nochmal nachgefragt, ob du das wirklich willst und dass du das nicht nochmal wieder rückgängig machen kannst. Aber wenn du das auch bestätigst, dann wird deine Information nicht mehr mit Facebook geteilt. Allerdings bedeutet das nicht, dass WhatsApp nicht generell mit Facebook keine Daten über dich teilt. Es werden halt nur keine Daten mit Facebook geteilt, um die Ergebnisse mit Werbung und Produkten auf Facebook zu verbessern. Diese Sache wird dann nicht mehr geteilt, aber andere Sachen vielleicht schon. Wobei es zurzeit ja auch so zu sein scheint, dass Chat- und Telefonnummern gar nicht geteilt werden. Darum frage ich mich jetzt, was wird denn da eigentlich geteilt? Welche Daten werden denn noch über WhatsApp gesammelt? Wird bei WhatsApp auch gesammelt, wo man sich aufhält? Oder gibt man bei WhatsApp persönliche Daten an, die man bei Facebook nicht angibt? Denn so wie ich das verstanden habe, werden ja diese Daten, die mit Facebook geteilt werden, nur für dich angewendet. Das heißt, du bekommst halt bessere Produkte beworben oder Produkte beworben, die auf dich zugeschnitten sind oder Werbung, die auf dich zugeschnitten sind, besser auf dich zugeschnitten ist, aber deine Freunde nicht. Und vielleicht möchte man das ja wirklich haben, dass man gezielt Werbung bekommt, die zu einem passt und nicht nur mal diese Porno-Werbung. Oh, ich weiß gar nicht, ob es auf Facebook wirklich Porno-Werbung gibt. Aber zumindest gibt es da Werbung, die Dating-Plattformen oder sowas betreffen. Und auch vielleicht sogar Dating-Plattformen, die jetzt nicht so seriös sind. Naja, vielleicht gibt es ja tatsächlich Gründe, warum man möchte, dass die Werbung ein bisschen besser auf einen passt. Allerdings weiß ja Facebook selber schon eine Menge über dich. Also es weiß, mit wem du verbunden bist, welche Freunde du hast. Es weiß, welche Seiten dir gefallen, welche Facebook-Seiten dir gefallen, welche Internetseiten dir gefallen. Es weiß den Inhalt deiner Nachrichten, die du deinen Freunden schickst. Es weiß, an welchen Veranstaltungen du teilnimmst. Es weiß, welche Videos du magst, welche Bilder du magst. Also Facebook weiß eine Menge über uns. Sogar viel mehr als WhatsApp. Aber anscheinend reicht diese Information nicht aus, dass Facebook die Werbung passend auf mich zuschneiden kann. Und deswegen fragt Facebook bei WhatsApp, ob es noch mehr Informationen über mich bekommen kann. Und dabei zählt jetzt nicht die Handynummern oder die Handykontakte. Und dabei zählt auch nicht der Chatverlauf. Ja, was zählt dann da eigentlich? Die Gruppen, in denen man bei WhatsApp ist? Also diese Information kann eigentlich für Facebook nicht wirklich wichtig sein, denn Facebook weiß viel mehr über die Gruppen, in der du bist, als WhatsApp. Ich könnte mir eigentlich nur eine Sache vorstellen, wo WhatsApp Facebook wirklich helfen könnte, die Werbung besser zuzuschneiden. Und zwar, das ist die Lokalisierung. Denn das weiß Facebook nicht so genau. Aber WhatsApp doch eigentlich auch nicht, oder? Wozu braucht WhatsApp den Standort von dir? Du kannst ja nicht irgendwie Freunde in deiner Nähe suchen oder irgendwie sowas oder dich nur unterhalten mit den Freunden, die direkt neben dir stehen oder irgendwie sowas. Naja, das geht ja alles nicht. Also die Lokalisierung braucht WhatsApp ja eigentlich gar nicht. Allerdings nimmt sich WhatsApp die Rechte, diese Daten auszulesen. Und vielleicht sind es ja gerade diese Daten, die Facebook gerade interessiert, weil alle anderen Daten hat Facebook selber. Und sogar in einer besseren Qualität. Und sollte das wirklich so sein, dann frage ich mich, ob das denn so richtig ist. Denn wir haben hier eine App, die deinen Standort gerne wissen möchte, den sie eigentlich gar nicht braucht. Aber wenn das wirklich so sein sollte, dass gerade diese Informationen an Facebook weitergegeben werden,
dann sammelt WhatsApp eigentlich nur Daten für Facebook. Wofür sonst sollten dann die Standortdaten gesammelt werden? Aber bitte versteht mich nicht falsch. Ich weiß nicht, ob WhatsApp diese Daten sammelt. Vielleicht haben die aber einfach nur dieses Häkchen gesetzt, um irgendwann irgendwelche Funktionen zur Verfügung zu stellen, die sowas benötigen. Und ich weiß nicht, ob es diese Daten sind, die Facebook bekommt. Aber das würde für mich Sinn machen. Insofern solltest du dir wirklich überlegen, ob du möchtest, dass WhatsApp noch mehr Daten an Facebook gibt. Was für Daten das auch immer sein mögen. Jetzt noch ein kleiner Tipp. Du musst deine Daten nicht bei Facebook angeben, auch nicht deine Telefonnummer. Und du musst auch nicht die Facebook-App installieren. Und wenn du das nicht gemacht hast, ja, wie soll denn dann WhatsApp herausfinden, wer du auf Facebook bist? Und dann kann WhatsApp keine personenbezogenen Daten über dich an Facebook weitergeben. Gott segne dich. Sollte dir dieses Video gefallen haben, darfst du natürlich gerne positives Feedback dalassen. Du darfst auch meinen Kanal abonnieren. Du darfst diese Information natürlich auch weitersagen und das kannst du am besten, indem du dieses Video hier teilst, damit auch alle deine Freunde mitbekommen, was sie bei WhatsApp ändern können. Wobei, vielleicht haben sie ja schon, weil diese Nachricht, wie man bei WhatsApp die Einstellung ändert, die geht jetzt so ein bisschen durch das Internet rum. Und vielleicht hast du das ja auch schon mal irgendwann erst gelesen oder gehört. Aber wenn nicht, hoffe ich, dass ich dir mit diesem Video weiterhelfen konnte. Und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag.